So, willkommen zur 70. Folge der Let's Play-Serie. Wir haben zuletzt ja einiges in Ulding hier schon auf den Weg gebracht. Wir haben noch ein bisschen an der U-Bahn rumzubauen und ja, ich habe gerade ein bisschen rumgeguckt und habe noch einen Haufen andere Dinge gefunden, die ich alle noch so einstellen muss. Ja, mit der Chemie, das nicht das Allerwichtigste. Aber gut, wir haben noch ein paar andere Sachen. Eine Sache hat mich echt gewundert, da wollte ich eigentlich auch noch mal Video gucken, wann das passiert ist, aber sei es wie es sei. Wir haben ja hier eigentlich mal Fußgängertunnel gebaut, nach links, nach rechts, aus heutiger Sicht, aus aktueller Sicht. Ich weiß gar nicht, wo der Fußgängertunnel hier hin ist. Der ist irgendwie verloren gegangen. Dabei habe ich irgendwie noch das Bild direkt vor Augen, aber naja, okay. Es sei es wie es sei, das hier brauchen wir natürlich wieder. Der muss auf 15 runter hier. Dann komme ich da rein. Ja, doch, das geht richtig. Macht da drunter und baut das Teil. Und ja, apropos bauen, hier ganz an der Seite, da fehlt uns auch noch die Abwassereinleitung, die ich an der Stelle auch vergessen habe. Ja, es ist schlimm, was man alles so vergisst. Hier die Hubschrauber auch noch mit einsetzen. Nicht geht vielleicht nicht. Naja, gut. Also bastelt das da mal. Und apropos basteln, ich werde auch noch definitiv deutlich mehr Häuser brauchen. Wir haben hier einige schon hingestellt, aber im Moment haben wir nur noch 1.500 hier von den 21 plus hier hin. Das waren schon mal über 2.000. Weiß gar nicht, wo die Leute alle hin sind, zumal die ja doch relativ zufrieden sind. Aber ich denke, prinzipiell ist es eigentlich meist ein ähnliches Problem, weil wenn man hier zu lange keine neuen Wohnungen zur Verfügung stellt, dann haut die halt einfach ab. Und wie gesagt, ich irgendwo mal geguckt, da waren wir bei 2.500, jetzt sind es nur noch 1.600. Und das sind allein 900, die hier irgendwo verloren gegangen sind. Na gut, aber wir werden ja hier bald öffnen, das passt schon. Grundsätzlich werde ich hier erstmal noch weitere Häuser mit hochziehen, die wir da aktuell zur Verfügung haben, die wir dann ja hier einziehen lassen. Die werden wir natürlich auf jeden Fall brauchen. Und dann werde ich wahrscheinlich auch aus den anderen Städten noch ein paar wieder rüberholen müssen. Das bleibt nicht aus, weil, naja, wenn wir da aufmachen wollen, wir werden so, naja, schon heftig was brauchen. Wir haben allein 700, das muss natürlich nicht ganz voll werden hier mit der Chemiefabrik, aber ich glaube, alles in allem waren das so etwa 1200, 1400 Arbeiter. In drei Schichten sind das über 4000. Naja, vorausgesetzt, wir wollen alles zu 100% belegen. Das ist am Anfang ja gar nicht notwendig. Die U-Bahn, die wird ja dann die Leute von Lindau nach Ulding und nach Bregenz bringen. Und da ist es dann schon ziemlich wichtig, dass wir, naja, mit einer vergleichsweise vollen Stadt Lindau starten. Im Moment haben wir hier 4.700 Arbeiter. Die brauchen wir fast komplett für Bregenz und für Lindau, um das alles am Laufen zu halten. Wir werden hier schon Richtung 8.000 bis 9.000 Arbeiter gehen müssen. Also uns reicht das nicht. Und die Problematik insgesamt ist einfach, wenn wir zu wenig haben, und das wäre im Moment ja so, wenn wir das hier aufteilen würden zwischen Ulding und Bregenz, dann geht uns das direkt hier von unserer Energieversorgung weg, und das darf natürlich nicht passieren. Deshalb muss auch schon in dem Moment, wo wir Ulding denn öffnen für den Arbeiterverkehr, dann muss es hier direkt einen großen Hieb nach oben geben, um wenigstens, naja, 2000 wird gar nicht reichen. Also 2000 Arbeiter, es dürften schon Richtung 3000 nötig sein. Und tja, es war ein bisschen ungünstig, dass das zuletzt hier doch so ein bisschen abgefallen ist. Müssen wir mal gucken. Aber wie gesagt, solange wir da hier vielleicht bei 1600 oder so sind, da geht es ja noch. Dann müssen wir halt hier ein paar Häuser aus Markdorf und Konstanz leeren. Was sollte grundsätzlich überhaupt kein Problem sein. Wir haben die hier zwar nicht in Massen übrig, aber es ist schon durchaus ein bisschen was vorhanden noch. Und naja, vor allem wenn man ja auch bedenkt, wir haben ja hier einige Dinge eingestellt, die nicht unbedingt sein müssten von der Menge der Arbeiter. Also das wird schon gehen, denke ich mal. Boah, jetzt ist ja wieder ein super Wetter. Wie schön. Na gut. Dann hatten wir hier, genau, jetzt habe ich das eine eben eingestellt. Hab das zweite fehlt natürlich auch mal, das zweite Warenlager. Da müssen wir mal gucken, wie wir das hier aufteilen. Was haben wir denn? Wir brauchen hier Chemie, wird angeliefert und dann erzeugen. Und brauchen wir die Mechanik, die Elektronikteile,
Kunststoff und Elektronik selbst, ja. Ich denke, alles so auf 20% ist vielleicht gar keine so schlechte Idee. Wobei Chemie in der Menge ist eigentlich nicht nötig. Da können wir durchaus auch, aber na gut, am Ende geht es hier um kleine Prozente. Das ist eigentlich auch fast egal. Ach, lass das so, das ist in Ordnung. So, dann hatte ich, glaube ich, ja auch noch unsere Chemie geholt aus dem Warenhaus hier und das ist, glaube ich, auch nicht die allertollste Idee gewesen. Wir werden die direkt hier rausholen. Also das haben wir schon gesetzt aus der Chemiefabrik. Wir brauchen ja nur ein kleines bisschen, was wir hier und hier reinschaffen. Das sind an der Stelle keine größeren Mengen. Und das läuft ja bei dieser Chemiefabrik auch so. Was ist denn auf der Chemieanlage so? Sagen wir mal, wenn du da 10% drin hast. Die hat auch wieder, naja, vergleichsweise hohes Ausgangslager hier, 45, und das muss erstmal voll werden, bis hier überhaupt was ankommt. Die Züge aus der Zugverteilung, die ich da natürlich hinschicken werde und ja schon eingeplant habe, die holt das trotzdem raus. Und deshalb muss ich das eigentlich an der Stelle so einbringen. So, da haben wir natürlich auch noch die Geschichte mit dem Tanken. Wo ist denn hier unser Verteilungsbüro? Das Einfachste wäre grundsätzlich, ich betanke einmal die Tankstelle, dann fahren sie alle wieder hierher. Das kennen wir ja schon. Ja, vielleicht kriegen wir das auch besser hin, wenn ich erstmal die beiden Verteilbüros nur versorge. Und die Chemieanlage muss ich initial natürlich auch versorgen, damit wir hier Trinkwasser haben. Das werde ich dann natürlich, wie gerade eingestellt, aus der Chemiefabrik rausholen, aber die läuft am Anfang ja noch nicht. Und um dann überhaupt erstmal hier das Trinkwasser auf die Reihe zu bringen, wird das nötig sein. So, das sind die Sachen hier. Okay, wenn die Verteiler mit Treibstoff versorgt sind, dann werden die sowieso anfangen. Und wir haben ja hier Treibstoff, schon ein paar Eisenbahnen geliefert, dann verteilen die den Rest. Und das ist vielleicht denn nicht ganz so extrem, dass zumindest eben die Verteilbüros denn dort nicht zur Tankstelle fahren. Quatsch, doch ja, der Inhalt von die sollen nicht jetzt zwar auftanken, aber das macht ja nur er und dann sind es eigentlich nur noch die technischen Büros, die sich denn hier Treibstoff holen. Das müsste eigentlich ein bisschen besser gehen. Hoffe ich mal, wir werden es erleben. So, dann haben wir auch noch ein bisschen was. Wir haben doch einiges hierher schon geliefert oder zumindest die Lieferung aktiviert, dass das dann mal losgehen kann. Wir brauchen noch Stahl, haben wir noch nichts und wir brauchen auch noch Holz für die Chemiefabrik. So, und da haben wir natürlich hier unser Verteilungsbüro. Und dann ran hier. Kurz Stopp, bevor wir da wieder alles Mögliche hinschafft, was er nicht soll. Stahl, Holz. Kannst du meine Bänder auf 50 auffüllen. So, und das ist der Teil. So, den habe ich auch noch gesehen. Weiß nicht, was noch so alles ist. Ich habe ein bisschen rumgeguckt. Hier ist irgendwo die Zuweisung mit den Baubüros, hat nicht ganz funktioniert. Wieso auch immer. Ich glaube, die Hubschrauber können da nicht rein, oder? Nee, können sie nicht. Das müssen die anderen machen. Naja, wird schon gehen. So, und dann holen wir uns auch mal noch eine U-Bahn hier. Ich hole mir mal einfach, klau mir mal hier eine von den Loks. 29, das ist, ach, ja, hatte ich auch noch was gesehen. Du fährst erstmal hier rüber in das Zugdepot. Wir hatten das ja schon mal mit der U-Bahn, mit den U-Bahnen. Und da kommen unsere letzten zwei Wagen, die in dem Fall drei sind. Irgendwo habe ich mich verzählt. Ich hatte das schon gesehen. So, warte mal, ich schicke dich jetzt mal hier direkt hier rein. Dann haben wir nämlich nicht 32, sondern 33 Wagen. Ja, naja, okay, ist am Ende dann auch nicht ganz so wichtig. Kommt auf den einen Wagen nicht an, wenn er denn reinpasst. Und wenn ich jetzt hier so schaue, dann passt ja, glaube ich, schon rein. Und dann sollte das hier klar gehen. 32. Ach so, 29. Nee, dann war es doch richtig. Habe ich mich irgendwo verzählt? 32 habe ich. Ah, gut, hat es doch gepasst. Ja, erzählen ist auch Glückssache. Naja, okay. So, denn haben wir natürlich hier unsere Zugverteilung. Und da haben wir dann klar auch einiges ranzuholen, auszuliefern. Wollen wir mal gucken, da können wir die Sache durch. Naja, wobei, lass uns erstmal das hier noch mit den U-Bahnen starten. Dass wir die auf- und abholen. Wie weit sind wir hier inzwischen? Die linke Röhre braucht noch ein bisschen. Wo sind denn die Gleise hier?
Da ist schon noch einiges offen. Wie kommt ihr da gerade hin? Im Moment sieht es ganz ordentlich aus. Ich habe gerade gesehen, dass da eine U-Bahn, ein Bauzug reingefahren ist. Da kommt der nächste. Mal sehen, ob es wieder funktioniert. Und dann werden wir nämlich die U-Bahn kaufen und auch schon mal darüber schaufeln, wo sie hin soll. Na, das hat ja, das ging ja sogar gut. So, da kommt Stahllieferung, oder ja. Alles klar. So, denn, wo ist er denn? Ist schon angekommen? Ja, ist alles klar, sehr schön. Denn, wollen wir mal sehen, was wir hier mit der Lok anstellen können. Naja, okay, so schön ist jetzt auch nicht. Ich denke, wir holen das diesmal mal aus Singriopol. Muss mal Baraslav nicht belästigen. Ist das denn ein schönes Stückchen hin? So, komm du hier hin. Muss ich denn da zurück? Andersrum ging es nicht. Das Ding direkt selbst einstellen. Bei sich selber, das funktioniert irgendwie dann doch nicht so richtig gut. So. Na dann. So, zweite Station ist dann hier wieder das Zugdepot. Aber so, und hier kannst du bitte einladen und dann fahr los. Und dann holen wir uns hier. Nee, doch, da machen wir eine U-Bahn. Ob ich wieder die gleichen finden, da waren das. Ja, die waren das hier. Drei. Vier. Ja, waren noch vier dazu. Strecke, naja, gut, nach Bregenz. Wobei von Linda aus nach Bregenz, das dürfte etwa die gleiche Entfernung sein, als denn nach Ulding. Ulding ist vielleicht ein kleines bisschen kürzer, aber so in etwa wird das schon hinkommen. Okay, du kannst dich da mal auf den Weg machen, dann muss man mal gucken. Im Moment ist das ja alles noch so eingestellt. Klar, Verkehr, das passt, die kommen hier rein. Es wird nur wichtig sein, wenn wir denn gleich hier fertig sind mit den Röhren bis hierhin, dann werde ich das ja verbinden und dann muss ich aufpassen, dass die Bauzüge nicht versuchen, von der anderen Seite reinzufahren, hier quer über die U-Bahn-Strecke. Das geht nicht gut aus. Ich wundere mich, da steht keiner. Die fahren gerade wunderbar rein, hier die Bauzüge. Klasse. Der hat hier gerade gearbeitet. Jetzt fährt er ja gerade zurück. Kriege ich dich hier gerade noch erwischt? Zeig mal her. So. Okay. So, mal denn konkret vergleichsweise links und rechts. Oh, hier rechts fehlt schon noch einiges. Aber wobei, das ist vielleicht nur eine Runde, die da irgendwo fehlt. Im Prinzip sieht schon ganz ordentlich aus. Und da kommst du auch gerade raus. Oh, die sind alleine reingefahren, alle beide, glaube ich. Na, okay. So, dann würde ich sagen, können wir hier auch durchaus mal schon mal anfangen. Ist ja so, ist jetzt hier alles schon richtig eingestellt. Vor allem hier Chemikalien, ja, das sollte passen. Der ist auch okay. Platz. Naja, ist das ja mit den 160 etwas übertrieben. Ja, guck mal, hier werden das mal etwas kürzen. Sagen wir mal hier von 25, vor allem haben wir viele Pflanzen. 20. 200 S. Naja. Das wird ja hier unsere Hauptessenversorgung und. Naja, okay, werden wir schon hinkriegen. So. Also, denn hier. Der hat die erste U-Bahn eingeladen. Das ist gut, oder? Das hat schon ausgeladen. Schicken wir ihn gleich wieder auf den Weg. So, dann fahrt ihr mal los. Ihr fahrt dann also hier zu unserer schönen neuen Bauernhof nach Salem und sammelt da ein. Und zwar sammelt da ein, wenn wir da 10% sind. Das macht ihr beide gerade. So, nichts weiter. Und dann kannst du das da hinschaufeln. Und zwar Pflanzen auf 50%, ja. Ja. So, mal gucken, ob er diesmal wieder durchkommt. Schön warten da. So, es ist gelb. Diesmal kommt er wieder nicht von allein durch. So, jetzt hat er es geschafft. So, also das ist die Pflanzenlieferung mal. Anlieferung in dem Fall. Wieso hast du jetzt schon wieder hier?
Es gibt keinen Strom. Was war Strom? Hm. Ach, hat's wieder gebrannt irgendwo. Naja. Gut, das Übliche. da kriegen sie mich immer wieder mit. Ah, hier, ich denke immer, irgendwas Schlimmes ist passiert. Das, aber guck dir das an, das eine ist gerade gelöscht und das Mensch, das ist wirklich so. Also, naja, ich sag mal so, das Leistungstrafo natürlich und immer die elektrischen Verteiler, Trafohäuschen und Umspannwerke und so, Hochspannungsschalter, das brennt dauernd. Das ist, soll einen wohl irgendwie ein bisschen beschäftigen. Naja gut, tut es auch. Aber eigentlich ist es dann doch eher nervig. Aber gut, es ist wie es ist. So, wir haben den da eingestellt. So, dann würde ich hier an der Stelle dann Ulding Frachtbahnhof, ja, da muss ich aufpassen, wenn ich das einstelle. Hm. Dann halte ich mal lieber an. Also wir würden dann hier natürlich die Nahrung einladen und wir würden auch die Chemie einladen. Die laden wir aber erst ein, wenn wir hier wenigstens 30% drin haben. Ja, gut. So, und ausliefern wollt man die Sachen denn? Zum einen hier nach Lindau. Und dann auch nach Konstanz. Ja. Und irgendwo habe ich mal gesagt, ich will es auch nach Markdorf. Aber das macht natürlich keinen Sinn. Baraslav versorgt ja da an der Stelle. So ist das. Das ist natürlich wieder die falsche Seite. Das war vollkommen klar. Deshalb habe ich es auch lieber angehalten. So, also Chemie und halt falsch. So und so. Dann sollte das aufpassen. Jetzt mal gucken. Hier sind schon wieder irgendwelche Sachen. Ich habe doch gerade die Schlüssel gesehen. Da ist der nächste hier kaputt. Ach, das ist aber auch. Oh, dass das nicht funktioniert so richtig mit der Linienreparatur. So einigermaßen schon, aber wirklich echt nur einigermaßen. Irgendwo ist da noch was im Argen. Was hat der hier zum Beispiel für einen Zustand? 47. Ja, ich habe so den Eindruck, wenn irgendwas in dem Moment wohl unter 50 geht, wenn das schief geht, also ist ja hier eingestellt auf über 50, dass dann repariert wird, dann machen sie es gar nicht. Und wenn er einmal kaputt ist, kann ich eigentlich nur verkaufen. Naja, okay. Dann holen wir uns einen neuen. Ich meine, immerhin, es passiert äußerst selten. Insofern ist es jetzt nicht wirklich so schlimm, aber es ist irgendwie, naja. Das sollte ja eigentlich gar nicht passieren. So, jetzt haben wir hier Arbeiter Baraslav. Da kommt denn hier den MLBus neu. Und da ist er. Jetzt sehen wir mal wieder. Gut. Dann ist das auch soweit okay. So, und dann. Das haben wir schon geholt. Zwei oder ja, zwei U-Bahnen sind schon da. Alles klar. So, dann haben wir natürlich nicht nur diese Teile, sondern wir haben perspektivisch definitiv auch Elektronik, Mechanik, Kunststoff und ja, hier die anderen Teilchen. Und die würden wir auch jeweils überall ausliefern wollen. Ja. Na? So, das ist die Produktion von hier. Wunderbar. Und mal die Innenstadterverteilung. Das ist Flüssigdünger, holen wir hier ab. Ja, das ist auch schon drin. Naja, gar nicht so übel. Es wird, es wird. Haben wir hier inzwischen was reingekriegt? Ich hoffe ja, Pflanzen sind da. Reichlich da Essen und Chemikalien stellen wir dann selber her. Okay, ist ja Chemie angekommen. Ja, gut. Und der ist inzwischen auch betankt. Das haben die Büros hier gemacht. Gut, das heißt, wir können hier den Lindauer rausnehmen. Ne, halt hier unten. Da, der muss ja nichts mehr liefern. Das kriegen die jetzt allein auf die Reihe. Das gilt auch für hier. Mit der Chemie, da haben wir natürlich auch Lindau noch drin, aber das lasse ich erstmal noch. Das ist mir mal hier mein Sicherheitsnetz, bevor da was schief geht. So, der ist gebaut, das ist gut. Was macht unser Fußgängertunnel? Der ist auch bereit, gut. Den sollten wir ja jetzt hier auch. Arbeit an der Chemiefabrik. Ja, passt. Hm.
Was macht der Müllcontainer hier? Was ich da ist, ist auch fertig. Ja, sag mal, dann habe ich wohl langsam alles hier. Okay, dann gucken wir uns jetzt mal an, wie das inzwischen hier aussieht mit unseren Kupferröhren. Die linke ist bis hier, das ist Mitte Fluss und die rechte ist hier hinten. Okay. Wieder gucken, ob wieder irgendwo einer steht und wartet. Nö, das ist jetzt gerade wieder echt gut gelaufen. Aber wahrscheinlich sind die den ganzen Weg allein zurückgefahren. Ich habe mir nicht zurückgeschickt. Wie sieht es hier aus? Es ist grün. Er ist der Meinung, er schafft es. Und er schafft es auch. Gut. Ordentlich. Sehr ordentlich. Die dritte U-Bahn ist da. Ja, eine haben wir noch zu holen. Gut. Schon wieder irgendwo gebrannt. Krankenhaus. Das ist ja übel. So, da kommt er an. Wie sieht es denn aus? Im Moment ist noch alles grün. So, naja. Müssen wir mal gucken, wie weit die Häuser sind in. Wir haben gerade gelöscht. Das ist wirklich fast jeden Tag hier. Das ist unglaublich. Wahnsinn. So, mal gucken, wenn er da vorbei ist. Dann ist er auf der Linie und die ist immer noch grün. Das wird wieder von allein funktionieren. Ja, und das Feuer ist auch wieder, naja, nicht so ganz von allein. Da waren meine fleißigen Feuerwehrleute unterwegs. Das ist super. Habt ihr das gemacht? Naja. Die haben natürlich alle noch nichts zu tun. Tja. Eigentlich haben wir denn alles eingestellt, was ich mir irgendwie noch so bemerkt habe, was fehlte. So, das heißt, wir haben jetzt hier die U-Bahn, die vierte, die geliefert wird. Und wenn denn die geliefert wird, dann würde ich halt hier an der Stelle, das war so die Idee, da würde ich einfach hier das Signal umstellen in diese Richtung. Dann kann nämlich von hier keiner mehr reinfahren. Das kann ich natürlich erst machen, wenn die U-Bahn geliefert sind. Und wenn ich das habe, dann kann ich ja auch problemlos die Verknüpfung herstellen. Also hier den Anschluss machen. Dann müssen sie es von hier bauen. Und das ist natürlich deutlich besser, als wenn sie hier durch die U-Bahn-Strecke durchfahren, die Bauzüge. So, da kommt er hier, da kommt er hier. Du darfst direkt zurück. Ja, gleich, der hat eine Runde Vorsprung, so in etwa. Na ja, gut, okay. Schafft er das mit einem Rutsch? Ja, ich glaube nicht. Da werden wir wohl noch zweimal ran müssen. Aber mal gucken. Aber das ist gar nicht schlecht, denn klappt das hier mit der U-Bahn auf jeden Fall auch noch. Lass doch mal sehen hier. Aber der ist schon fast da jetzt, oder? Ja, gut, das ist ja schon kurz vor. Eigentlich wollte ich da mal mitfahren, aber na gut, ich werde mir denn. Wenn sie denn nachher in den Auslieferungen sind, da werde ich schon auch noch was Hübsches finden. So, na gut, okay. Du hast hier die vier U-Bahnen drin, das hast du klasse gemacht. Denn, na, achso, du bist ganz in deine Zugverteilung rein. Dafür haben wir dich ja mal geholt. Soweit, so gut. Und dann drehen wir das hier um. Die Chain. So, kann da nichts mehr passieren. Und wollen wir mal sehen, wie das hier so ist. Er ist gerade fertig geworden. Okay. Naja, beim nächsten Mal ist er durch. Das heißt, wir haben hier noch zweimal an dieser Stelle Gleis legen und einmal an der anderen Seite. Mal sehen, oder kommt er schon an? Für die andere Seite. Und was sagt, ach, jetzt ist wieder gelb. Diesmal ist wieder gelb. Was ist jetzt wohl anders als beim letzten Mal? Surprise, Surprise. Das würde ich gerne mal wissen. Ja. Unsere flotten Züge hier. 8 Züge, 32 Wagen. Das ist ein Spaß, wenn die denn so richtig loslegen können. Aber noch geht hier natürlich nichts. Aber wir sind ja hier noch lange nicht bereit. Stahl ist ordentlich da. Das haben wir jetzt auch hingekriegt. Das ist aber nicht sehr viel. Ich das so knapp eingestellt. Ich habe das so auf 50% eigentlich. Na, vielleicht kommt noch einer. Der muss ja immer erst auch noch produziert werden. So, wie sieht es hier aus? Alles bereit. Holz, Kies, Öl, Pflanzen, Chemikalien. Dafür brauchen wir denn natürlich die Leute. Und Trinkwasser, ja. Aber das kriegen wir hin.
Okay, so, da haben wir den Bauzug. Wollen wir mal schauen. Der hat das letzte Gleis verlegt, bevor wir die Verknüpfung haben. Und es ist wieder gelb. Diesmal konnten sie alle beide nicht ohne Hilfe. Naja, okay. Ich helfe ja gerne, so ist nicht. So, dann wollen wir das mal hier beobachten, was hier so passiert. Und mal wieder gucken beim Gleis verlegen. Einmal durch den engen Tunnel hier. Ja, ich glaube, da unten sind noch keine Gleise. Wir verlegen schon. Und da ganz am Ende ist dann. Ja, da ist die Station. Die Endstation. Vielleicht sollte ich aber bei dem anderen gucken. Der Röhre links neben uns, der müsste ja da auf die Endstation zufahren. Der hier wird gleich umdrehen. Kommt aber ganz schön weit. Also, ich dachte die ganze Zeit schon, er wendet. Oh. Erstaunlich, jetzt hat er gewendet. Stopp. Das ist schon recht witzig. Wo sind wir denn hier? Also, die schicke ich mal direkt zurück. Und wo ist der zweite? Der ist noch. Da kommt er. Ah, okay. Da kommt er erst noch. Noch haben wir hier Gleise. Boah, jetzt geht's da unten. Na, stimmt, wir müssen unter dem Fluss durch. Das haben wir ja so gebaut. Und dann sollte er bis zum Ende durchziehen und dann müsste er ja da auf die Endstation kommen. Kommt uns vielleicht noch U-Bahn irgendwo noch entgegen? Ich weiß nicht. Das stößt ja, nee, das stößt noch nicht aneinander. Wir haben ja noch nicht die Verbindung hergestellt. So weit sind wir noch nicht. Da habe ich gerade schon ein bisschen zu weit geträumt. So, hier sind die Gleise zu Ende. Hier müssen wir neue machen. So, komm, mach mal. Aber sieht ja ganz ordentlich aus. Trotzdem interessant, dass man da hinten, es sieht schon so aus, als ob man da den Eingang sehen kann von der Endstation. Das habe ich ja rechts auch gesehen. Ganz vergessen, dass hier noch ein Stück quasi Niemandsland ist. So, zack, jetzt sind wir da. Nein, tut mir leid, diesmal fahre ich nicht mit dir zurück. Wir wollen das hier mal weiter vorwärts bringen. Aber du darfst inwärts. So, na dann. Also. Einmal U-Bahn-Verbindung. Und zwar erstmal nur dieses Gleis hier. Einrast, das hat er auch verknüpft. Sehr schön. Der ist auf Bau zugewiesene Baubüros. Naja, gut, das ist natürlich wieder. Das geht natürlich wieder nicht automatisch, aber das kann ich an der Stelle fast einsehen. Ja, das ist natürlich ziemlich nah. Vielleicht zieht er die sich auch. Nee, das ist die rechte Röhre. Irgendwann allein rein, aber naja. Naja, wir können ja ein bisschen helfen. Also wir sind ja nicht so. So, und da kommt auch schon einer an. Der Bohrer. Klar, erstmal müssen wir da bohren wieder. So. Tunnelbau, ja. Okay. Na dann. Muss mal wieder beaufsichtigen. Ja, als erstes sollte ja der EDK nochmal kommen für die anderen. Für die Rohre. Für die Rechte. Und der Bohrer. Naja, aber das ist gar nicht schlecht. Ich glaube, das war gerade hier auch ziemlich klein. Also 54 Ziegel, das wird. Da werden die Mauersteine legen mit einmal gehen. Will heißen, wir haben noch eine Runde Tunnelbau, einmal Mauersteine legen und am Ende dann die Gleise, dann sind wir fertig. Will heißen, dreimal anreisen. Und in der rechten Röhre haben wir. Ja. Einmal noch die Gleise und dann auch dreimal anreisen. Na, das geht ja. Da sollte man ja den jetzt relativ schnell fertig. Ach, jetzt schnell, das war klar. Das schafft er jetzt hier nicht mehr. Der Bohrer. Jetzt haben wir hier das Problem, weil die verbunden sind. Das geht wieder nur über von hier hinten aus. Jeweils mit Signal ignorieren. Ja, das wird nicht anders funktionieren. Der andere für sein Gleis verlegen, der müsste das vielleicht auch so noch jetzt hinkriegen, aber das hier wird nicht gehen. Dafür sind wir an der Stelle da jetzt mit der U-Bahn quasi verbunden und da will er nicht. Da hat er Angst. Na gut, U-Bahn ist auch größer, also das kann ich schon irgendwie verstehen. Und hier mal, wer vielleicht da kommt.
Nee. Bauzug muss ja auch mal noch kommen für die anderen. Aber da ist ja schon durchgeschlupft, wenn wir hier geguckt haben. Da müsste eigentlich müsste der schon durch sein. Den haben wir ja vorher zurückgeschickt. Jetzt macht das näher. Noch nicht so ganz allein, aber jetzt. So gut. Du bist doch hier drin, oder? Ja, hat er gemacht. Er ist sogar schon fertig geworden hier. Wahnsinn. Okay, na denn. Lange genug umgespielt. Also. Passen, dass wir das hier richtig erwischen. Na? Und denn du hier dazu. Ja, ich höre dich ja. Ich höre dich ja. Wo ist denn der Bohrer? Da kommt er. Okay. Naja, war sehr schön. Klappt doch. So, einigermaßen. Das ist hier nicht ganz so hübsch, aber gut, das ist halt hier mit der Strecke. Das kann man irgendwie verstehen. Nachdem wir die verbunden haben, das ist halt. Da traut er sich denn nicht mehr weiter. So, komm, wir bauen einen Bohrer. Und da ist auch ein Bohrer schon unterwegs, ja. So, der ist inzwischen auch an der Röhre und baut der 1178 und da vorne kommt unser zweiter Bohrer. Wie schön. Na dann. Wie sieht es hier inzwischen aus? Was hält's aus? Geht immer weiter. Naja, die verlieren langsam alle die Geduld und ich kann es ja verstehen. Nicht so lange, wie wir die da teilweise jetzt hier noch bei ihren Eltern wohnen lassen, das ist halt denn. Naja. Ist es, wie es ist. Aber wir sollten uns denn jetzt wirklich ranhalten, sonst müssen wir zu viel Leute umziehen, damit uns da unsere Energieversorgung nicht wegrutscht. Ich könnte ja einfach mal ein Häuschen aufmachen, oder? Dann ist mal erstmal wieder gut. Ist vielleicht auch eine Idee. Dann haben wir erstmal Arbeitslose. 593 würden dazu kommen. Ich glaube, ich mache das ja. Ich warte nur noch, dass ich den da reinbekomme in seine Röhre. Und dann mache ich ein Haus auf. Es ist schon ziemlich deutlich, wie das immer weiter abfällt. Wo wir Anfang der Folge geguckt haben, waren wir noch fast bei 1600. Jetzt sind es nicht mal mehr 1400. Und das ist halt doof. Die fehlen uns dann einfach. Also klar, irgendwann kriegen wir sie natürlich auch wieder. Aber es ist schon bei der Eröffnung zumindest mal an der Stelle doch ziemlich wichtig, weil, wie gesagt, die Arbeiter im Kernkraftwerk, das muss einfach einigermaßen ordentlich laufen, wenn wir da irgendwie denn plötzlich nur noch die Hälfte haben. Also das geht gar nicht. So, du bist drin in deiner Röhre, denn lass uns hier einen aufmachen. Niemand wohnt hier, ja. Mach voll hier. Dann haben wir zumindest ein paar wieder untergebracht. Und ein Teil davon wird mit Sicherheit dann auch schon arbeiten können, weil ja, wir haben ja hier keine komplette Vollauslastung gehabt in Bregenz. Da sollte ich wahrscheinlich demnächst auch. Wir stehen mal hier bei unserem Prozent 54 Uni-Abschluss. Ja. Okay, da wollte ich hin. So. Das ist hier nur knapp die Hälfte. Das kann ja sogar noch ein bisschen mehr sein. Ja. Deshalb ist das hier auch mit den Arbeitslosen gar nicht so gestiegen. Bisschen, aber gut, das muss ich natürlich da auch erstmal finden. Aber hier sind direkt so um die 600 dazugekommen. Ja, wir hatten, glaube ich, so Kopf 4-7. Zug wartet zu lange. Ach, ich ahne es. Ja, das hatte ich auch schon kommen sehen. Der macht hier wieder seltsame Dinge. Ich meine, guckt euch das an. Das ist hier die Düngerversorgung für die Farm. Da hat er doch ernsthaft hier vier Züge mit zwei bis drei Wagen geschickt. Statt einen mit sieben oder acht. Also, das ist irgendwie seltsame Logik. Aber ich hatte das irgendwo
Mittagspause auch mal gesehen und dachte, was ist das denn eigentlich? Meine, allein erstmal verstopfen die das hier. Gut, die verstopfen Singriupol, das ist nicht gar so schlimm, ne? Aber das ist ja mega ineffizient und die Loks gehen irgendwie natürlich auch verloren in dem Bauamt da vorne. Also nein, ist nicht Verteilungsbüro so. Wie schön seltsam. Die kommen ja von hier. Wahrscheinlich sollte ich da zur Sicherheit noch mal eine dazu kaufen, wenn er hier so eine seltsame Logik da an den Tag legt. Ja, warte mal. Nee, Lok. Das waren. Nee, die nicht. Die hier. Mal gucken, ob er das hinkriegt. Da kommt sie dann nochmal hier 6. Ja, irgendwie ist mir das sonst hier. Immerhin, ich meine, der hat 4 Loks losgeschickt. Ich habe ja auch mal gedacht, dass das gar nicht so richtig geht von der Zugverteilung, dass er für einen und dieselbe Warenart da mehrere Züge schickt. Aber wir haben es ja gerade gesehen, er hat es geschafft, sogar 4 Züge, 4 Kurzzüge statt einem langen. Aber okay, das ist nun natürlich dann nochmal ein anderes Problem. Also, wie sieht es hier aus? Es ist gebohrt, Mauersteine legen ist die nächste Aktion. Aber mal sehen, wird ja bald einer kommen, wenn es gut geht. Aber den werden wir wieder von da vorne mitholen müssen. Steht schon hier, ja. Alles klar, machen wir. Kein Problem. Geht in Ordnung. Es ist ja nur noch nach dem Mauersteine legen nur noch einmal und dann halt das gleiche auch noch in der anderen Röhre. Ansonsten sind wir ja bis hierhin schon sehr gut durchgekommen. Der zweite ist noch nicht unterwegs. Nicht kurzfristig. So, dann rein da mit dir. Gut, so, dann bräuchten wir demnächst ja noch ein. Oder bist du noch da unten drin? Zeig mal. 90%, nee, aber ich glaube, der ist gerade erst fertig geworden. Kommt zumindest mal kein Zug. Da ist eher nö. Das ist so, denn das hat auch schon durchgeschluckt irgendwo, als wir da wegen den Dünger erzeugen geschaut haben. Das ist ja hier die zweite Röhre, aber guck mal, der sagt, er hat hier gar nichts im Zulauf. Ach, da gucke der Bohrer, der kommt gerade erst heim. Na gut, dann wird aber jetzt dann gleich, da kommt da der Bauzug, alles klar. So, wie sieht's aus jetzt hier mit unserer Arbeitslosigkeit? 2 nach 63 ist aber nicht sehr arg. Da mache ich direkt noch ein Häuschen auf, jo. Klar, gut, auf geht's. Und dann sind wir hier beim. Wir bauen die alle mal, müssen sie ja nicht gleich aufmachen. Das können wir ja dann flexibel halten, wenn wir sie einmal gebaut haben. Aber wenn wir sie nicht gebaut haben, dann sind wir da ziemlich wenig flexibel. So. Mauersteine legen für die rechte Röhre. Aus aktueller Richtungssicht. Sichtrichtung. Oder komm mal, du kommst zurück. Da haben wir denn nur noch einmal Gleise. Dann haben wir es geschafft. Und ich glaube, der Rest ist eigentlich auch so weit.
Irgendwas habe ich bestimmt wieder vergessen. Aber schauen wir mal. Wenn fällt mir nichts ein. Das muss nichts heißen, aber mal sehen. Guck mal, das ist irgendwie, ja, der füllt halt weiter auf. Wahrscheinlich hier oder hier. Weil, ja, ein ganzes Haus gerade wieder aufgemacht und wir haben trotzdem nicht mal 400 Arbeitslose. Das ist irgendwie auch leicht unerwartet. Wobei doch, irgendwie habe ich es schon erwartet, sonst hätte ich es ja nicht gemacht. Aber es ist nicht hundertprozentig erklärbar, das wollte ich, glaube ich, sagen. Weil so leer waren die Dinger eigentlich sonst auch alle nicht, die ich nicht gesehen habe. Aber egal. Schon recht. Denn zieh durch hier, komm. Das ist das letzte Mal für dich, dass wir dich hier so ein bisschen durchziehen müssen. Wahrscheinlich auch gleich wieder rauskommen. Müsste doch mal so weit sein. Eigentlich. Oder ich hab schon wieder verpasst. Ja, hab ich. Nee, der wird. Ach, jetzt ist erst eben gerade fertig geworden. Eben gerade da. So. Na, dann kommt. Da kommt der nächste an. Nummer! So, das heißt, wir haben hier alles sauber verlegt, dann haben wir hier das Gleise verlegen und hier auch, ja. Und wir gucken mal, ja, mal mitfahren hier. So, und da vorne erwartet uns dann die U-Bahn-Endstation. Wenn wir Glück haben, kommt uns gerade eine U-Bahn entgegen. Ja, mach mal eine Hupe. Hupen ist aber gut. Den kriegt die Uhr einen Schreck, die da vielleicht gerade gekommen ist. So, na gut. Oh, der fährt gerade noch. Wir sind gerade noch rechtzeitig. Na, wenn ich den jetzt angeklickt kriege, zumindest. Zumindest dann. Na? So, die ist fertig, die Röhre, ja. Das ist unsere letzte Bauzugaktion hier. Himmel. Echt so weit schon. Na komm. Lass dich nicht so lange bitten hier. Ich würde sagen, wir fahren dann mal noch ein bisschen mit ihm mit die Röhre lang. Muss ich nur erstmal hier noch wieder durchschicken. Ja, haben wir es geschafft. Jetzt haben wir es geschafft. So. Also, dann kommen wir erstmal hier einmal um die Kurve. Dann kommt hier die U-Bahn-Haltestelle, ja. Wunderbar. Einmal ein ganz langer Tunnel. Bis kurz vor Lindau. Irgendwann geht es dann noch mal ein bisschen nach unten wieder, wenn wir unter dem Fluss durch müssen. Dann wissen wir, wir sind gleich in Lindau. Schön. Und wieder hoch. So. Na denn. Noch einmal ein bisschen Gleis verlegt. Gut, an der Stelle kann denn natürlich keine. Ich das eigentlich richtig gesehen. Furcht, ich muss hier direkt mal gewisse Sorgen. Mal sehen. Der andere ist nämlich vorne rum rausgefahren. Glaube ich richtig gesehen. Und das könnte gut sein. Drehst du gleich wieder um? Ja, das hat hier gepasst. Du fährst das rechte Teil lang. Und ich hoffe, nee, hier ging alles gut. Ist gut. Los, gut.
Das heißt, dann kommt unser Bauzug hier vorne raus. Wie schön. Na gut, dann haben wir das hier alles ordentlich durchgebaut. Da ist er wieder. Dann können wir hier das Signal wieder einsetzen, wie es sein soll. So. Da geht jetzt keiner lang, aber schon recht. Und wo stehen wir jetzt hier? 33, kaum der Rede wert. Was haben wir denn an freiem Wohnraum momentan? Wir was rüberholen wollen aus den anderen Städten. Wir hätten hier noch zwei komplett leere Häuser, drei, vier komplett leere Häuser. Naja, das ist klingt ja gar nicht übel. Wir sind im Moment bei knapp 6.000. Naja, ich würde schon gerne mindestens 7, besser 8.000 Arbeiter. Also will heißen, 2.000 sollte ich denn schon rüberholen. Oder wenigstens anderthalb. Das heißt, wir würden hier vielleicht drei Häuser und hier drei Häuser und die hier rüber schaufeln. Ja, das wäre so der Ansatz. Okay. Dann machen wir das doch mal. Ja, das kann ich auch noch machen, bevor ich hier die. Naja, oh mein. Also erstmal kann man den hier zumachen. Das Baubüro. Eisenbahnbaubüro ist gerade nicht mehr gar so wichtig. Dann haben wir jetzt hier Linie 2. Und haben hier die U-Bahn. Die ersten vier. Dann machen wir das mal. Nein, halt hier. Das wollte ich. So. Schon richtig. Erstmal die vier U-Bahnen noch mit auf die Strecke. Das können wir schon mal machen. Die schicken wir aber erstmal noch nicht los. Und die Strecke erweitern würde ich eigentlich auch erst, wenn ich hier noch mehr Leute habe. Ja. Dann holen wir jetzt erstmal noch 1.000 rüber. Und dann machen wir das mit der U-Bahn. Und dann holen wir noch mal irgendwie so in der Größenordnung rüber. Dann machen wir erstmal hier wieder unseren Überlauf ein bisschen leer. Das brauchen wir ja nicht so. Und auch das Gericht braucht keine Vollbelegung. Jetzt nicht reicht. Dann haben wir hier, glaube ich, gleich ganz ordentlich Leute. Gut, also sagen wir mal drei Häuser leer hier. Sind nicht zufrieden, das verstehen. Aber es hilft nichts. Herz ist der Anblick der Notwendigkeit. Da müsst ihr jetzt mal durch. Aber wir machen mal Erhöhung der Geburtenrate kurz, weil ich da gerade vorbeikomme. Das fiel mir eben auch noch gerade noch ein, dass das vielleicht nicht die dümmste Idee ist im Moment, um da auch noch ein bisschen anzukurbeln. So, nächstes Haus. Sich da schon wieder ein bisschen aus, ja. Tauchten, glaube ich, gerade schon wieder neue Einwohner auf. 22 ohne Job, das ist ja auch nicht schön. Ja. So. Das ist dieser Teil. Dann sind wir jetzt bei 7.000. Ja, das ist gut. Nehme ich mir jetzt erstmal hier noch zwei Häuser, das ist mir irgendwie denn doch gerade lieber. Jetzt geht das hier natürlich nach unten, da kann man leider gerade erstmal nichts machen. Das wird schon wieder. Wir haben ja hier ganz ordentliche Wohnverhältnisse, würde ich meinen. Mit ja, Zwangsumzug, das mögen sie natürlich gar nicht. So, nächstes Häuschen. Aber wir brauchen das. Sonst ist das ganz schlecht mit der Energie. So, das muss reichen erstmal für den Moment. Jetzt sind wir bei 7,3. Ja, das wird gehen. Alles klar, so, dann gib mir mal meine Linie hier. Das ist immer, wenn sie in der Endstation drin sehen. So, wir sind am Ende bei Bregenz gewesen. Dann möchte ich danach, wenn ich von Bregenz komme, hier definitiv halten. In Lindau, dann fahren wir weiter hier rüber. Denn wird hier gewendet. Achso, und dann der Rest ist ja wie vorher. So, das heißt, hier in Lindau steigen wir ein, steigen in Bregenz aus, dann steigen wir wieder in Lindau ein und steigen dann in Uerdingen aus. Oh, passt. Das ist das, und dann checken wir ups, die anderen vier auch auf die Spur.
Ja, mal gucken. Das ging gerade so gut. Das ist dann jetzt hier Lindau. Rüdin, Lindau, Bregenz. Dann wollen wir das mal beobachten. Und zwar gehen wir mal wieder hier auf die Leute. Wie das funktioniert. Erstmal fahren hier noch ordentlich Leute auch dahin, weil das ist schon wichtig. Wir haben ja zuletzt durch die Bevölkerungsexplosion in Lunda auch noch ein bisschen stärker aufgefüllt. Vollbelegung brauchen wir definitiv nicht im Kernkraftwerk, aber es sollte schon ordentliche Mengen da sein. So, mal gucken, wann die ersten merken, dass sie hier weiterfahren sollen. Dann ist das nämlich nicht so. Weil die fahren ja von Bregenz denn hier durch. Was haben wir hier so an Leuten, die warten? Jetzt sind wir so hin und her. Kommen und gehen, welche. Achso, der hat hier gerade vollgeladen. Verstehe, verstehe. Das sind unsere ersten Arbeiter. Ulding. Und hier kommen eine ganze Reihe Leute zurück. Von Bregenz. Na, das ist okay, denn haben wir da Überschuss jetzt gehabt. Die konnten da gar nicht ran. Die Geburtenkontrolle, also nein, also Erhöhung der Geburtenrate haben wir auch mal nebenher noch so ein bisschen erforscht und natürlich hat es wieder überall gebrannt. So, mal gucken, wie das jetzt hier anläuft. Haben natürlich viele, viele Produktionsbetriebe. Da wird alles erstmal sich ein bisschen verteilen. Ich hoffe mal, dass wir auch relativ zeitnah hier in die Wasseraufbereitung gehen, weil ohne Arbeiter geht da natürlich auch nichts. Immerhin haben wir Chemie da, das ist schon mal gut. Heizungsproblem, ja, da sind die ersten Leute hier in der Polizei eingekommen und wir heizen noch nicht, aber guck mal, das ist auch schon angelaufen. Das ist gar nicht schlecht, wie er das verteilt. Gerade hier so diese elementaren Dinge, die scheinen doch einen gewissen Vorrang zu haben. Ein bisschen heizen wir, aber noch nicht so viel, aber das läuft dann natürlich auch. So, und das Wasser müsste denn, jo, Wasser haben wir auch. Gut, was sagt die Chemiefabrik mit ihren 19 Leuten? Die ist auch dabei. Betrieb ohne Probleme. Das hört man gerne, oder? Oh ja, hier Sondermüll. Habe ich das schon angestellt eigentlich? In unseren Müllcontainer. Welches ist denn eigentlich der Müllcontainer hier von der Chemiefabrik? Die haben wir hierfür da gesetzt. Schneid das auch mal wieder, wo man möglichst nichts sieht. Ich glaube, das haben wir vergessen. Ne? Ja. Gut, technische Dienst steht direkt daneben. Ist jetzt nicht das Allerschlimmste, aber trotzdem, das sollte natürlich nicht sein. Dahin. Und da können gerne alle rauf, ja. Alle, die wir haben. Die Straße bräuchten wir irgendwann dann natürlich auch zugegebenermaßen. Das wäre schon praktisch. Aber ich glaube, wobei ich weiß nicht, ob die Auslagerung auch funktioniert. Das ist jetzt eigentlich vernünftig angeschlossen. Ich denke, da muss ich ja noch den Fußweg setzen, sonst reicht das ja gar nicht. Ich habe jetzt gar nicht genau hingeguckt. Schlumberjahren. Naja. Ansonsten habe ich ja hier einige Dinge verteilt. Die Chemiefabrik war auch damit dran. Naja, guck mal, dann war ich besser als ich dachte. Die Chemiefabrik ist in Reichweite, dann hat man den gar nicht gebraucht. Aber wir machen den mal trotzdem. Ein bisschen mehr schadet nicht. Okay. Jetzt gucke ich mal hier. Der läuft natürlich schon. Der brauchte ja nur Stahl und Arbeiter und die Mechanikbauteile. Das Ding wird ziemlich schnell voll sein. Und die kriegen wir hier auch, die 160 Tonnen, die werden ruckzucki voll sein, da bin ich sicher, das ist immer mein Fasten. Hier brauchen wir dann Chemie und Öl. Öl haben wir reichlich da, die Chemie, die wird dann hier vom Parteibüro über den hier eingestellt. Jo. Und hier kriegen wir Kunststoff, den hat er produziert, das geht dann hier rein. Und Chemie kriegt er auch über hier und stellt dann hinterher die Elektronik. Bauteil rein.
Und die Mechanik, Elektronik und Kunststoff, die sind dann alle drei hier drin und können dann hier in der Elektronikmontagehalle genutzt werden. Dann geht die Elektronik wieder hier rein. Klasse. So war das gedacht. Jetzt fehlt halt hier im Wesentlichen noch Chemie, aber dafür muss halt. Das ist schon gar nicht schlecht. Wir haben schon echt eine Menge Leute. Die Chemie läuft hier an. Das funktioniert auch. Ich das denn hier? Beim Chemie abholen eingestellt 30%. Ja, das war auch die Idee. Dann haben die nämlich eine Chance, hier vorher noch die Chemie hier auszuholen und so ein bisschen auf die beiden Warenhäuser zu verteilen. Das wäre so der Grundgedanke. Ich glaube, da hatte ich 10% eingestellt. 10% haben wir jetzt erreicht. Und ich denke, du bist genau, der holt jetzt die Chemie von hier. Und ich meine, das ist vom Weg her sowieso besser. Der fährt hier rein und liefert den hier und hier aus. Und irgendwo hatte ich das, glaube ich, vorher über das Warenhaus. Und das ist keine gute Idee. Das geht hier deutlich besser. So, was hat er denn? Er hat die 5,1 Tonnen. Sehr gut. Dann bringt er die wahrscheinlich erstmal hier und hier. Oder vielleicht nur in eins. Klappt. Das ist so super. Sehr schön. Bin ich mal gespannt, wann wir das erste Mal hier ein bisschen was ausliefern können, was nicht hier auf unsere Auslieferung. Das ist dieses Warenhaus hier, ja. Da haben wir schon ein bisschen Bauteile. Mechanik ist schon richtig viel. 51 Tonnen. Kunststoff, Elektronik, den haben wir auch. Und hier drüben. Ach nee, das ist die Chemiefabrik. Stimmt. Und wer bist du da? Ach so, das ist hier. Pflanzen essen. Ja. Für Chemie reicht es halt noch nicht. Das ist halt hier mit dem großen Ausgangslager. Das wird noch eine ganze Weile gehen, wenn es überhaupt jemals voll wird. Andererseits, die werden hier erstmal einiges an Chemie rausholen und auf diese beiden Warenhäuser verteilen. Aber das geht ja dann auch bald in Sättigung. Was willst du hier abholen? Der holt Essen ab. Gut, ja, jetzt haben wir, glaube ich, dann bald ausreichend Essen hier für die Republik. Keine Frage. Das wird gehen. Die zwei, die werden voll durchproduzieren können. Wir haben genug Pflanzen und die zwei schaffen das, hier alle zu versorgen. Das ist ja die Idee gewesen. Naja, es funktioniert, würde ich sagen, wenn ich das so sehe. Hier haben wir noch ein bisschen zusätzlichen Bau, aber naja, gut, das passt ja. Könnten noch ein paar mehr Leute brauchen, aber naja, so nach und nach wird das schon. Wir haben jetzt schon eine halbwegs ordentliche Produktion. Mal gucken, die U-Bahn ist gerade angekommen. Wo wir da hinkommen, kommen wir Richtung 200. So ganz 150, 160. Wesentlich wäre hier das Kernkraftwerk, dass das noch genug hat. Aber gut, wir kriegen keine Meldung, dass irgendwo die Energie knapp ist. Das ist etwa so wie vorher knapp halb belegt. Naja, aber wird schon wichtig sein, dass es hier noch ein bisschen mehr werden, weil ich denke mal, bei Arbeiten müssen sich auch noch ein bisschen umverteilen. Aber grundsätzlich passt das. Na gut. Ich gerade, weil ich hier die Autos sehe, wie viele Leute wir hier haben. Naja, okay. Dann schalten wir das Overlay wieder aus. Tja, ich würde sagen, das wäre denn vielleicht mal so das Ende für diese Let's Play-Serie. Das wollte ich denn doch gerne mal noch hinkriegen. Auch, dass das denn hier überall verteilt wird und abgeholt wird. Jetzt sollte man grundsätzlich dann sicherlich hier an der Stelle noch den Einkauf eben von diesen vier Sachen würde ich in Baraslav denn einstellen im Zollhaus. Und dann haben wir hier die Zugverteilung, die im Moment ja dort importiert und das verteilt. Und das muss sie denn nicht mehr machen. Und gucke mal, jetzt kommen hier auch Chemikalien inzwischen in dem Lager an. Achso, nee, das nicht. Das ist das Lager, was hier die Verteilung hier rübergebracht hat. Und, aber hier hatte ich gesehen, hier ist auch schon Chemie, will heißen, die Kunstdüngerfabrik produziert auch. Wir kriegen hier also Flüssigdünger rein in unseren Tank. Der dürfte dann demnächst auch abgeholt werden. Und tja. Klappt, sehr schön, so habe ich mir das vorgestellt und das sieht auch ganz ordentlich aus. Naja, Elektrizität, das wundert mich jetzt nicht so sehr. Wir brauchen noch ein bisschen mehr Leute, sonst reicht das hier insgesamt nicht so ganz. Autohändler Übling, es sind aber nur Kleinigkeiten. Aber ja,
Vor allem eben alles, was, sage ich mal, hier so Meersburg ist, weil für diesen Bereich haben wir ja kein Backup. Weil Markdorf und Konstanz und auch Überlingen, da haben wir überall jemanden, der im Notfall von extern liefert. Und hier haben wir das halt nicht. Und das wird dann noch ein bisschen brauchen, bis wir hier wieder ausreichend Leute drin haben. Das ist aktuell die. Oh, guck mal, das ist ja eben. Ja, das ist aber doch sehr wenig. Was ist denn da jetzt gerade passiert? Mal sehen, wo er das irgendwo wieder hat. Da muss ich dann jetzt doch nochmal gucken. Was hast du denn da wieder noch gemacht? Wo sind die denn alle hin? Hatten sie mir gerade ab? Nö, eigentlich nicht. Wir haben hier die 30.000, die wir vorher auch hatten. Und hier sind auch die Arbeiter alle da. Tja, wenn die da mit Masse darüber gehen, ist es dann auch wieder ungünstig. Ja, guck mal, das ist natürlich doof. Die U-Bahn fährt hier mit 6 weg und die U-Bahn fährt mit 300 weg. Das ist natürlich auch doof. Aber jetzt sollte hier eine ankommen. Rein hier. Von der Endstation. Der ist hier auch wieder vorher da. Das ist natürlich ein ziemlich ungünstiger Takt. Weil der holt ihn hier gerade immer voll weg. Dann kommen hier keine an. Das ist natürlich nicht so schön. Auch noch mal was einfallen lassen. Dass ich den hier eigentlich anhalten. Ja, das muss ich eigentlich gar nicht. Wenn ich von Uldingen komme, von der Endstation, dann muss ich nicht in Lindau erstmal hier rein. Das ist überflüssig. Weil das hat den hier nämlich immer aufgehalten. Der hat gewartet, bis er hier durchgeht. Das brauche ich nicht. Nee, den nehmen wir raus. Und dann gucken wir uns das gerade mal nochmal an. Irgendwie war ich schon langsam zum Schlusswort angesetzt, aber das kann ich hier so natürlich nicht lassen. Jetzt passt es besser. Jetzt kommt der hier an und wird auch ordentlich Leute bekommen. Jetzt fährt der hier durch. Was machst du jetzt wieder für Sachen? Warte. Der hat hier nicht gehalten. Ach Leute, ihr macht mich schwach. Übrigens, sieht gerade nicht gut aus, aber naja, wie gesagt, für die wichtigen Sachen, nämlich hier gerade eben Lindau und auch Bregenz selbst, haben wir ja die Notfallversorgung extra eingestellt. Und insofern haben wir das hier schon wieder auf die Reihe vorausgesetzt. Das funktioniert hier mit der U-Bahn besser, als es das aktuell tut. Jetzt haben wir hier schon gerade ein paar mehr gekriegt. Muss man mal gucken. Der holt hier weg. Wir könnten natürlich, wenn mal Lindau kann man sowas machen. Ja. Warten bis voll. Nee, das geht nicht. Sowas gibt es hier nicht. Aber tendenziell wird es hier langsam doch gerade schon wieder ein bisschen mehr. Viel ist es immer noch nicht. Aber immerhin sind es jetzt hier gerade 40. Naja gut, sind ja hier nur die mit Hochschulabschluss. Wahrscheinlich ist es immer etwa noch das Doppelte. Wir können ja gerade mal schauen. Das sind hier 95 Arbeiter, ja. Und im Moment sehen wir hier nur 40. Also es sind doch einige mehr, als hier immer angezeigt ist. Und wenn ich jetzt gerade gucke, jetzt passt es vom Takt, der wird hier eine volle U-Bahn mitnehmen. Ja, das musste sich erstmal einspielen. Das war nicht gut, dass ich da die Endstation hier, diese hier noch mit drin hatte in der Liste. Dadurch hat das einfach nicht gepasst. Aber ich glaube, jetzt sieht das ordentlich aus. Lass uns das ruhig mal noch ein bisschen weiter beobachten. Der kommt hier erstmal rein. Das ist auch in Ordnung. Da hinten kommt der nächste. Wollen wir mal sehen. Ja, der ist wieder leer geworden hier. Tja, der kriegt hier wieder nicht sehr viel ab. Ist wieder einer. Aber hier haben wir erstmal wieder. Naja. Es bleibt spannend. Aber am Ende ist es natürlich vor allem eine Frage der Gesamtarbeiter, weil wenn wir hier noch, sagen wir mal, ein Tausender mehr hätten in Lindau, dann wäre das ja unkritisch. Und gucke mal, in der Gesamtsumme steigen wir jetzt schon wieder. Wir sind wieder über 30.000. Das waren ja eben so, weiß ich nicht, 29,6 oder wo wir gewesen sind, haben wir irgendwie schon wieder ein paar hundert gewonnen. Und so nach und nach gleicht sich das aus. Da bin ich sicher, weil wir werden hier weiter wachsen. Wir haben auch noch reichlich Wohnraum. Den haben wir ja hier überall reingebaut. Will heißen, da können die gerne überall rein. Ich meine, wir werden mal einfach hier nochmal ein Haus aus Markdorf hier rüber leeren. Das scheint mir an der Stelle denn doch sinnvoll. Dann ist die Sache ein kleines bisschen entspannter.
Nehmen wir hier in der Mitte einen raus nochmal. Das sind ja dann gleich mal wieder hier 337. Und das ist, glaube ich, weil so richtig toll ist es halt doch noch nicht. Ja, ja, Zufriedenheit. Alles gut. Geht in Ordnung. So. Ich wollte eigentlich ja ohnehin aus Konstanz noch zwei Häuser überholen. Das werde ich dir jetzt auch mal noch tun. Und dann mal gucken, wie sich das denn einspielt, weil ich sag mal so, in dem Zustand können wir das ja hier nicht beenden, bei aller Liebe. Zeit hin oder her, ist egal, so geht das nicht. So, nehmen wir den hier auch noch rüber. Und rein hier mit dir. So. Dann sind wir jetzt hier halt falsch. Knapp 8, ja, Gesundheit, das muss ich erstmal wieder ausgleichen, aber das ist klar. Und dann wollen wir mal, wie es jetzt hier wird. So, und da ist, da macht sich eine U-Bahn auf den Weg. 520 Leuten. Okay, das sollte denn, aber mal gucken. Dann haben wir mal eine und der nächste kriegt dann aber, glaube ich, auch schön wieder ordentlich. Ja, das sieht jetzt alles besser aus. Das musste sich erstmal einspielen, aber wie gesagt, wenn wir genug Leute haben, weil ich meine, der fährt jetzt hier los mit 370 und wir haben hier auch schon wieder einige, der andere kriegt auch. Na gut, okay, alles klar. Ich denke, da bin ich dann doch ganz zufrieden. Sehr, sehr gut, weil das war dann doch irgendwie ein bisschen sehr ungünstige Schlussstellung sozusagen. Jetzt mache ich dann hier auch mal Stopp. Muss ja hier nicht weiter durch die Gegend hoppeln. Tja, das war schon recht spannend, muss ich sagen. So weit und einige Designs, die ich denn hier ausprobiert habe, die hatte ich vorher so auch noch nicht. Ein bisschen hat sich ja in der ganzen Serie auch durch die Patches was geändert. Der Januar-Patch hat doch bei den Wohnhäusern einiges umgeworfen. Andererseits haben wir da ja, glaube ich, auch die Chemiefabrik gekriegt, die große. Die gab es vorher noch nicht. Das ist toll, sonst hätte ich die hier nicht einsetzen können. Ich hatte eine ähnliche ein ähnliches Design gebastelt. Da hatte ich hier 8 von den kleinen, aber mit der großen ist das deutlich besser, weil das insgesamt viel, viel einfacher zu handhaben ist. Das ist schon schön, dass sie das eingebaut haben. Und an manch anderen Stellen haben sie ja auch schon immer mal noch eine kleine oder eine große Produktionsanlage oder ich glaube zum Beispiel ein großes Krankenhaus haben wir noch gekriegt und all solche Sachen. Also es entwickelt sich ja weiter. Klar, wir haben auch ein paar Problemchen hier und da noch gehabt. Wenn ich dann noch hier vor ein paar Folgen denke, hier bei der Reparatur, wo die Busse da durch die Gegend geportet sind und ganz woanders aufgetaucht sind. Also der eine oder andere Bug ist schon noch da, aber ist ja nicht schlimm. Es macht tierisch Spaß, das Spiel. Ich bin immer noch begeistert. Mal gucken, was vielleicht noch alles kommt. Das Release sollte ja eigentlich gar nicht mehr so weit sein. Und naja, mal gucken, was uns hier denn demnächst noch alles so im Spiel erwartet. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei allen, die das hier so lange mitverfolgt haben, auch fleißig Kommentare, Daumen, Abos hier gegeben haben. Das hat mich sehr gefreut, das Feedback. Das war wirklich positiv und ich denke, dass ich denn zumindest glaube ich, dass ich da einigermaßen auf dem richtigen Weg bin. Mal gucken, was wir demnächst dann noch machen. Ich habe durchaus auch schon Überlegungen für die nächsten Serien und ja, mal gucken, je nachdem, wie sich das hier Spiel entwickelt, vielleicht dann zum Release oder falls sich größeren Patch auch nochmal was tut. Wo vielleicht gehen wir ja nochmal eine Serie an. Also, tja, mal gucken. Da bin ich durchaus offen. Als dann, vielen Dank für die Begleitung der 70 Folgen Workers and Resources und dann bis zum nächsten Mal in einer anderen Serie. Einen schönen Abend noch.